Oh, das müsste ja sagen, wenn der Tooltip, wenn ich den Tooltip verdecke. Das sehe ich ja immer nicht, tatsächlich. Das müsste halt dann kurz reinschreiben, weil ich hab's auch nicht immer im Blick. Würde der Handelsposten in Ginnok für die Handelsroute alleine nicht reichen? Eben nicht. Momentan nicht, Biber. Weil wir haben hier, können wir einen Schritt quasi abgreifen. Wir haben das hier ausgebaut mit zwei Modulen und können zwei Schritte abgreifen. Jetzt, wenn wir den hier rausnehmen, dann kann er nicht mehr hier rübergreifen, weil er über 1, 2, 3 Schritte greifen müsste. Müssen wir erst unser Bavaria-System upgraden. Können wir aber nicht, weil wir keine Sternfeste machen können für neue Plätze hier. Also wir brauchen das noch. Ganz wichtig. Gut. Gouverneur erlangt Eigenschaft. Drogensüchtig. Minus 20 Jahre. Da seht ihr mal, was Drogen alles anrichten. So, wir werden euch mal zusammenfassen. Ich hoffe, der Flottenmanager kommt dann nicht wieder durcheinander. Und dann begeben wir uns hier hoch. Und statten den hier mal einen Besuch ab. Kann ja nicht so schwierig sein, dass wir hier diese ungebetenen Gäste einfach mal hinaus befördern. So, hier wird noch gebaut. Wir können hier... Eigentlich bräuchte man hier oben wahrscheinlich gar nichts. Weil wir die sowieso demnächst bald einnehmen werden. Könnte ich mir vorstellen. Hat er schon eine bessere Meinung von uns? Kriegen wir nicht hin. Ich weiß nicht wie. Außer vielleicht dann halt... Ja, dass wir uns langsam vorarbeiten, aber das geht halt auch nicht. Nur Unabhängigkeit generieren geht. Vorhin war noch aktive Sensorverbindung, will er nicht. Kommunikation. Kommt er die von uns noch? Nee, das will er nicht. Aber das ist halt, ne? Irgendwie geht da nichts vorwärts. Du hattest doch vor einiger Zeit diese Ressource, die sowohl Treibstoff als auch Droge ist, ja? Und? Meinst du wegen den 20 Jahren eher sterben? Kann natürlich sein. Upscaling complete. Was haben wir hier unten gebaut? Ach so, hier unten wurde komplett fertig gebaut dann. Okay. Dann geh gleich noch hier rüber. Dann haben wir soweit alles gebaut. Ah, wir haben hier auch nochmal Handelswert 1 im Molbion-System. Eigentlich. Ah, okay, der hat nur einen Handelswert, deswegen. Ja. Also dort, wo wir sammeln müssen, muss auch ein Planet sein. Wenn wir hier oben einen Planet hätten, dann würde der hier die 3 sammeln zum Beispiel. Nicht die 4. Dann wäre es natürlich besser, wenn wir hier irgendwo einen Planeten hätten. Das ist eine verzwickte Sache, das ganze Zeug hier. Wir haben hier jetzt 2 Jobs, 2 Arbeiter, ist auch okay. Jetzt müssen wir uns überlegen, die Jobs sind jetzt wahrscheinlich... Farmer, oder? Kolonisten immer noch. Wo sind denn unsere Farmer? Haben wir nicht einen Distrikt gebaut? Haben wir noch keinen Distrikt gebaut? Ich hätte schwören können, wir haben schon... Nee, wir haben nur 2 Kolonisten hier. Wo haben wir denn? Wir haben den nicht hier gebaut. Wir haben den hier oben gebaut. Deswegen ist noch ein Landwirt übrig. Genau. Gut. Guck mal bitte nach, welchen Beobachtungsstatus du im Sol-System hast, also bei den Primitiven. Da haben wir ja erst angefangen jetzt.
Beobachtungsstatus. Das hat man doch, hat man das nicht irgendwo mal gesehen? Beobachten wir die überhaupt? Ich habe das Gefühl, wir haben die, wir beobachten die nicht. Ah, doch, hier ist es. Ah. Passive Beobachtung haben wir. Wir könnten auch aggressive Beobachtung machen. Oder Indoktrination. Das überlasse ich jetzt euch, was ihr hier machen wollt. Eigentlich wäre passiv für uns als Religion eher was. Indoktrination wäre auch ganz gut. Vielleicht könnte man die integrieren dann. Ne? Wer weiß? Ich wäre fast für Indoktrination. Könnt ihr ja mal kurz reinschreiben, was euch lieber ist. So, wir sind jetzt komplett am Limit hier oben bei den Sternbasen und beim Flotten, bei der Flottenkapazität. Market Outlier identified. Was mit euch? Wieso seid ihr immer noch getrennt jetzt? Ich habe euch doch vorhin zusammengeschlossen. Sollen wir Indoktrination nehmen? Wir machen das mal. Kostet uns 3 Energy Credits, produziert 10 Forschungspunkte. Sozial müsste das sein. Aber vielleicht kriegen wir da einen neuen Planeten. Wer weiß, wenn die dann... Okay, was macht er denn? Wenn die dann irgendwann mal... Jetzt ist er hier oben gewachsen. Research actualized. Ich würde ja schon gern ihn hier oben... er wächst hier rüber. Ich würde ihn hier oben schon ganz gern dezimieren, Mensch. So, Nachbrenner ist durch. Können wir noch, wenn wir schon hier sind, dann machen wir noch kurz ein Upgrade mit den Nachbrennern. Bergbaustation, Nebelraffinerie, Rumpfstärke, Korvette. 100 ist vielleicht auch nicht schlecht. Machen wir mal. Und euch müssen wir noch schnell upgraden. Market Outlier identified. Eigentlich sollte er doch jetzt hier was anpassen. Was haben wir gerade eben erforscht? Den Nachbrenner. Genau, den Nachbrenner. Der aber hier nicht drin ist. Nachbrenner 1. Wird den Standard-Nachbrenner gebaut? Erforscht. Ah, hier. Aha, hier kommt dort der rein. Nicht hier oben. Hier rein. Was haben wir denn noch? Reaktorverstärker, zusätzliche Stromerzeugungssysteme erhöhen die Reaktorleistung. Aber eigentlich müsste das jetzt selbstständig setzen. Ich warte noch ein bisschen. Upscaling complete. Geh nochmal zurück zu unserem System, damit wir upgraden können. Eigentlich müsste er das selbstständig machen. Oder auch nicht. Ah, die Musik ist einfach so geil. Das ist so ein toller Soundtrack. Unsere Crew an Bord der ISS Pytheas hat berichtet, das Schiffswrack Ergebnis eines unerwarteten geomagnetischen Sonnensturms war. Okay, wir brauchen die Mineralien. Sorgt für Missfallen bei Koloktora-Hegemonie. Wir geben die Mineralien natürlich nicht zurück. Wir würden Einfluss bekommen, aber wir holen uns lieber... Ich will die lieber verärgern. Ich siedle mich immer ganz gern in der Nähe von Neutronensternen an. Sie sind ganz hilfreich für die Verteidigung, da die KI ganz gerne auf Schilde setzt. Weil die deaktivieren, ne?
ich habe das Gefühl, hier kommt kein Upgrade raus. Potential Market Survey completed. Steht eigentlich... okay, Moment, vielleicht setzt es nicht rein, weil... Dann sind wir mit der Leistung. Wir können es uns gar nicht leisten, deswegen. Wir haben zu wenig Energie, deswegen lässt er die Sache raus. Okay. Vielleicht doch nicht so dumm, die KI. Also, wir machen uns auf den Weg. Bis ich hier oben ankomme, ist er schon über alle Berge. Name humanistischer Gesellschaftswandel. Wir haben die Augen der Humans für ein spirituelles Himmelsreich geöffnet, dessen Existenz ihnen nicht bewusst war. Dass sie jetzt endlich etwas haben, woran sie glauben können, davon profitiert ihre Gesellschaft nicht unerheblich. Gut. Wie sieht's mit den Fraktionen aus? 6 haben wir hier. Ja, ist eigentlich ganz gut. Ist eigentlich ganz gut. Vor allem, weil wir hier immer schön Einfluss bekommen. Sollen wir Krieg führen gegen die hier oben, bevor er wieder zu groß wird noch? Ich würde es gerne, weil halt gar nichts kann aktuell. Ich meine, wir sind eine Religion, aber er hat uns so provoziert jetzt. Das ist einfach unerhört. So, Konstruktionsschiffe sind beide fertig erstmal. Oh, wer kommt denn hier? Fracht eines Versorgungsschiffes gestohlen. Jetzt kommt er wegen dem Ereignis nochmal. Versorgungsschiff? Welches Versorgungsschiff? Vielleicht greift er uns jetzt direkt an. Wir geben die Sachen natürlich nicht zurück. Er hält den Meinungsmodifikator Stahl gestrandete Fracht. Der kann uns ja schon nicht mehr leiden. Da ist ja schon Hopfen und Malz ist da schon verloren. Gut, wir haben ziemlich viel Legierung, das heißt, wir bauen unsere Basen wieder etwas aus hier. Hauen mal die Legierung wieder auf den Kopf. Lang noch bis zur nächsten Tradition. Immer noch sehr lang. Also, Flottenkapazität ist unter aller Kanone aktuell. So, Handelsknoten hier unten. Wir könnten noch einen Weltraumhandelsunternehmen bauen. Ich glaube, das ist ganz gut. Machen wir mal. Die primitiven Alien-Zivilisation auf Sol 3 hat das Schießpulver entdeckt. Bla 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 bla. Entwickeln sich weiter. Ja, da muss man jetzt strategisch offenbar ein bisschen vorgehen, ne? Dass man sagt, wo, wow, 8 Handelswert hier oben, aber leider nirgends ein Planet in Sicht. Hier oben Ansprüche stellen, meinst du? Ja, ich würde auch sagen, wir gehen mal hier in den Krieg. Wir machen die Ansprüche, sobald wir hier drüben das geklärt haben. Ne? Wie er hier hochwächst. Sind alle unterlegen momentan. Ist auch unterlegen. Ich komme da auf keinen grünen Zweig hier. Ich meine, wir sind eigentlich die gleiche Generation jetzt und trotzdem schaffe ich es nicht, hier irgendwie was vorwärts zu bringen. Wir müssen es mal probieren. Das machen wir jetzt einfach mal zum Test. Wir garantieren mal die Unabhängigkeit. Schauen mal, was das bringt. Erhöht das Vertrauen in uns monatlich um 0,25 bis zu einem Maximum von 50. Das wird schon mal reichen. Und kostet uns 0,5. Das ist aber fies. Das ist viel.
Wir machen es trotzdem. Ich will das mal machen. Ich will mit dem Best Buddy werden. So, also es sieht so aus, als wäre hier oben Schluss. Und er kann immer noch hier weiter wachsen. Eventuell dann wieder hier runter. Ah, ist er doch nicht so eingesperrt, wie ich schon mal dachte. Was kostet denn Anspruch? 40 Einflusspunkte kostet das. Dass man hier oben die Gebiete... Also hier das, ne? Das ist ja auch zum Beispiel ziemlich gut. 13, 12. Upscaling complete. Das wäre schon richtig gut. Das wäre schon echt fein. NPCs fallen dir immer in den Rücken, meint der Furbish. Meinst du jetzt ihn hier? Den hier? Eingehende Übertragung. Wen haben wir denn? Firmenchef, Kalkulator, Trapezoid. Racket, Roboterautomation. Tollfuzianer, wir grüßen euch. Wir sind die Betreiber des Rocket Industrieunternehmen, einem Mitglied der Kavanserei Reisenden Koalition. Das sind jetzt die, die hier so rumfliegen immer. Wir bereisen die Sterne, unsere Augen fangen alles auf, das funkelt. Wir sammeln, wir handeln. Wir betreten eure Domäne in Frieden, nur um zu kaufen und zu verkaufen. Wir bieten euch gute Angebote, viele Dinge. Wir werden euch erneut kontaktieren, wenn wir gehen. Solltet ihr uns rufen, wird Kavanserei Reisenden Koalition antworten. Jupp. Was hast du denn? Was könnt ihr uns anbieten? Erz? Okay. Gewährt uns 200 Nahrung und wir werden eure Erbauermacher mit 200 Mineralien versorgen. Ich weiß nicht, ob er das so 1 zu 1 umrechnen kann. Wir haben ziemlich viel Nahrung aktuell. Wir können das machen. Zack. Und das war's. Vielleicht kommt ihr auch wieder und dann haben sie ein besseres Angebot für uns. Unsere Sternenbasen im Landing-System berichten, dass die Racket Fleet ein altes schwaches Schiff evakuiert und aufgegeben hat. Es kreist jetzt in einem instabilen Orbit um den zentralen Stern im System. Schleppt es zur Sternbasis zur Entsorgung für 468 Konsumgüter, wobei wir hier eh schon ziemlich viel haben. Lasst die Sonne ihre Arbeit verrichten. Wir werden es mal aufspüren. Situation Log revised. Schaut mal, ob wir hier was tun können. Das ist hier oben. Das heißt, wir müssen einen Forscher anschließend dann hier hochbringen. Nö, nicht. Kein Forscher. Ah, ein Konstruktionsschiff. Das ist ja noch besser. Die haben eh nichts zu tun. Spezialprojekt. Der andere kann in der Zwischenzeit hier alles ausbauen. Wer gestorben ist bei mir? Schauen wir mal. Ein Gouverneur ist gestorben. Der Gouverneur von Bavaria. Moment, General. Tatsächlich, wir haben einen General als Anführer hier. Moral, Armeen, Armeeschaden. Machen wir lieber das hier. Haben wir hier oben, können wir auch noch einen General uns holen. Wir haben, gibt es das Maximum nicht mehr? Gibt's ja, oh, es gibt offenbar kein Maximum mehr an Anführern. Okay. So, und in Molbion haben wir auch keinen. Können wir ja gar keinen brauchen. Gut. Ja, läuft. Ja, weil sie Credits kosten, die, ne? Haben wir hier nicht eine Ansicht. Anführer, hier ist er. Kostet 2 Gold, 2 Gold, 2 Energy Credits. Gar nicht mal so billig. Heieiei. Gar nicht mal so billig.
Was wird eigentlich hier gebaut? Weltraumhandelsunternehmen, genau. Wir könnten hier noch einen zweiten Modulplatz bauen. Einen Handelsknoten bauen. Dann würde man nämlich davon profitieren und würde noch mehr Handelswert bekommen. Das machen wir. Solange wir hier eh nichts anderes brauchen. Ich meine, er wird uns jetzt nichts tun. Momentan nicht. Schauen wir mal. Jetzt sind wir schon bei plus 11. Sehr schön. Schauen mal, ob wir dann irgendwie so, ja, Wirtschaftspakt oder sowas. Es wäre schon echt gut, wenn wir das Angriffs-, Nicht-Angriffsversprechen und so weiter, wenn wir einfach mit dem hier ein bisschen arbeiten können. Wo kannst du überall einen Anführer einsetzen? Als Gouverneur auf deinen Planeten kannst du einen einsetzen. Du kannst einen einsetzen als Wissenschaftler im Forschungsschiff und bei der Erforschung. Du kannst einen Admiral einsetzen für... Lass mich kurz überlegen. Moment mal. Habe ich jetzt... Oh, ich bin so doof. Ich habe ja hier die Falschen eingestellt. Ich dachte schon, weil das hier alles unter Generäle ist und keiner sagt was. Wir brauchen ja einen Gouverneur. Oh, Mann, die können wir wieder alle rausschmeißen. Limitanei. Danke, Dinorm. Durch deine Nachfrage hast du mich jetzt draufgebracht. Limitanei. Das ist ja totaler Quatsch. Die brauchen wir alle nicht. Brauchen doch keine Generäle hier. Der Marcellus, der kann gleich mal raus. Wir brauchen doch keine Generäle. Wir sind aktuell überhaupt nicht gefährdet. Und ich dachte schon, wieso müsste ich hier Generäle als Gouverneure aussuchen? Dann hier oben der Opita. Und der Titus. Haben wir halt jetzt die 200 Energy Credits für jeden haben wir umsonst ausgegeben. Also wir brauchen in Bavaria brauchen wir keinen General, wir brauchen hier einen Gouverneur. Natürlich. Kostenblocker entfernen. Ich glaube, wir haben dort keine Blocker mehr. Das ist ganz gut. Ein bisschen mehr Forschungspunkte. Dann Chiliban. Haben wir einen Gouverneur. Und in Molbion ist noch keiner da. Da holen wir uns auch ein. Gut, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. So, hui, da ist Kampf. Gleich mal gucken. Attacke! Bin ich mal gespannt. Ist da die Mutter jetzt auch mit dabei? Sieht ganz gut aus. Er windet sich noch. So, wir haben die Mutter, haben wir auch erledigt. Wir haben ja überhaupt keinen Anführer hier drin. Das wäre eventuell noch von Vorteil, vor allem wenn wir jetzt dann Krieg führen, dass wir uns einen... Wir schauen mal hier rüber, ob da noch jemand ist, dass wir uns einen Anführer reinsetzen. Dann unser Forschungsschiff ist hier oben. Du gehst dann mal hier runter. Okay, dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwo einer ist. Yep, einen Admiral fürs Schiff, meinst du? Holen wir uns gleich. Potential Market Survey completed. Ich schaue noch, ob hier noch jemand ist. Die beiden werden wir noch abgehen, damit der andere in Ruhe erkunden kann. Und dann werden wir uns Richtung Landin aufmachen. Wir werden nochmal aufstocken. Und machen wir zwei verloren jetzt. Ah, wir müssen zu Hause reparieren dann. Wir müssen zu Hause reparieren.